ist jetzt mein Lieblingsgerüstrezept. Ich hab's verstanden. Wir glauben nicht nochmal machen. Abendessen. Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Leute, meine For You hat mich mal wieder hungrig gemacht, denn es gibt so viele geile neue Trendrezepte. Und diesmal habe ich einige passend zum Herbst gefunden. So Pumpkin, you know. It's season. Und ganz inspiriert von diesem wunderschönen Wetter, das wir aktuell haben. Es pisst gefühlt nur. Aber heute scheint die Sonne, heute scheint die Sonne. Das gibt mir auch den Vibe für das Video. Dachte ich mir, testen wir wieder TikTok-Hype-Trendrezepte. Und gucken, ob sie wirklich so lecker sind, wie alle da draußen sagen. Oder ob ihr mich alle wieder anlügt und ihr keine Geschmacksnerven habt. Und dann würde ich sagen, schnacken wir nicht so lange und starten direkt mit dem Video. Let's go. Wir alle suchen immer nach fancy Frühstücksrezepten und ich hatte was gefunden und ich würde immer sagen, das Bild spricht für sich. Es sieht so juicy aus und es sieht auch nach einem schönen, deftigen Frühstück aus, wo man richtig geil satt wird und genug Energie hat, durch den ganzen Tag zu starten. Und ich würde sagen, das machen wir einmal. Das ist vielleicht kein schnelles Rezept, so falls ich gerade nur 10 Minuten habe, wird nichts. Aber wir haben Zeit in unserem Leben, weil wir sind arbeitslos. Das sage ich halt immer zu meiner Oma, damit ich ihr nicht erklären muss, was ich beruflich mache. Diese Speise ist mein Beruf. Welcome in my life. Ich habe mir dazu hier meine Schäle zur Seite genommen. By the way, habe ich mir mit der ja den halben Finger abgeschnitten. Deswegen seid vorsichtig, ich habe bis heute eine Wunde. Sieht man, oder? Ne? Das ist wirklich gefährlich, das Ding. Kein Spaß, dass ich das sage. Ne? Die Dinger sind wirklich scharf. Alter, ich habe sogar so einen fetten Oschi an Kartoffeln. Die sind perfekt dafür. Einmal gut waschen. Da ist so eine eklige Stelle dran. Ich schneide ich kurz weg. Nimmt immer einen Schutz beim Reiben, aber da, dass ich nicht weiß, ob ich die ganze Kartoffel brauche, halte ich es jetzt erstmal in der Hand. Ich habe jetzt 1,5 mm eingestellt, also wirklich so dünn, wie es nur geht, weil umso dünner, umso besser wird es, glaube ich, zum Falten später. Kann man ja echt viel machen, obwohl es dann am Schluss nur eine Kartoffel ist, ne? Diese super feinen Kartoffeln können wir jetzt in so quadratischen Formen auf unser Backpapier legen, so dass sie sich so ein bisschen überlappen und auch aneinander festhalten sich können. Backofen muss vorgeheizt werden auf 160 Grad Ober-Unterhitze. Und jetzt kommt dann noch Käse drüber. Das ist doch ein geiles Sonntagsfrühstück, wo ihr eure Freundin mit überraschen könnt, oder Ladies? Ich glaube, darauf stehen wir. Ich habe da jetzt Gouda genommen, es war der einzige, den ich hatte. Das salzen wir natürlich noch ein bisschen und machen noch ein bisschen Pfeffer drauf. Schieb erstmal an die Seite, bis der Ofen vorgeheizt ist. In der Zwischenzeit bereiten wir schon mal die Füllung für unser cooles Wrap-Baguette-Ding vor. Kartoffel-Baguette-Brot. Ich habe eine Avocado, eine Frühlingszwiebel und ein paar Tomätchen und etwas Königin-Frischkäse für die Proteine. Fast in die Hand geschnitten. Aber nur fast. Ich will nicht wissen, wie viele Menschen sich schon ernsthaft wegen einer Avocado verletzt haben. Müssen viele sein. Ein bisschen Zitrone ins Auge geschossen. Dazu kommt noch ein bisschen Zitrone. Na, wieso fallen denn immer die Kerne raus? Das Guacamole-Gewürz von Just Spice ist ein Must-Have, wenn ihr auf Guacamole steht. Was ihr da reinmacht, ist natürlich ganz individuell. Macht einfach das rein, auf was ihr Bock habt und was ihr halt auch sonst bei einem Sandwich oder so gerne reinmachen würdet. Der Ofen ist vorgeheizt. Das Ganze kommt jetzt für 20 Minuten in den Ofen. Oder waren es 16? Es waren 19 Minuten, also 20. Die Frühlingszwiebel und die Tomaten mache ich auch in meine Guacamole rein, dann ist es einfach ein bisschen besser verbunden und fällt mir, glaube ich, dann nicht so einfach raus. Jetzt müssen wir nur warten, dass das fertig ist. So, die Kartoffeln sollten jetzt fertig sein. Ich habe die gerade die letzten 5 Minuten so noch auf 220 Grad hoch, weil das mir irgendwie noch nicht zu so schön crunchy aussah. Oh mein Gott, jetzt ist gut. Die hohe Temperatur hat sich gelohnt. Hallo. Geil. Geil. Ich glaube, ich muss das auskühlen lassen, weil wenn ich da jetzt körniger Frischriss drauf mache, dann war es das ja damit, ne? Ich lasse kurz auskühlen. Das Ganze ist etwas abgekühlt und ich versuche das jetzt, oh mein Gott, das geht ja wirklich, anzuheben. Okay, ich hätte daran nicht gedacht. Ich weiß nicht, ich dachte, das zerfällt. Wir machen erstmal eins ready. Die knusprige Seite kommt nach unten. Das Ganze belegen wir jetzt noch mit unseren Toppings. Das bedeutet mit unserer Guacamole. Ebenso wie mit etwas Königin-Frischkäse. Wir wollen ja keine trockenen Eckchen, nee. Wie geil sieht das bitte aus? Jetzt klappen wir das einmal zu. Oh mein Gott, das klappt ja wirklich. And that's it. Das ist unser Kartoffelcrunch. Ich würde sagen, wir machen direkt mal einen Taste-Test. Oh mein Gott. Wir müssen Marcelo nach seiner Meinung fragen. Das ist dir im Mund und du beißt einfach ab, okay? Okay. Das ist wie ein Sandwich. Was ist das nochmal? Wie ein Sandwich. Was ist das? Wirst du uns schmecken. Sachen, okay, die du magst. Mund auf. Abbeißen. Rein da, rein da, zieh rein, zieh rein. Geil. Was ist das? Das ist ein Kartoffelwrap. Oh mein Gott. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Oh.
heftig, oder? Mm. 10 von 10. Das ist hardcore geil. Ja. Für unser Mittagessen brauchen wir natürlich einen Butternut-Kürbis. By the way, mein Favorite-Kürbis. Und der wird im Ofen gemacht, aber auf eine ganz besondere Art. Ich finde das auch mit diesem Art Dip dazu richtig geil, weil es sehr simpel eigentlich ist, schnell geht und unfassbar lecker aussieht. Und ob dieses Halbrezept sein Halbwert ist, werden wir jetzt testen. Wir holen unsere Kürbisse immer vom Bauern, deswegen sind die noch ziemlich dreckig und ich muss das erstmal gut putzen. Ich nehme für dieses Rezept auch nur die Hälfte des Kürbis. Wie schneide ich den denn durch? Die sind so hart. Wieso müssen Kürbisse so hart sein? Puh. Kleinen Kern-Dings hier rausmachen. Das feiere ich halt bei dem Butternut. Man hat wirklich viel vom Kürbis und muss nur so ein bisschen was von den Kern wegmachen. Das ist gar nicht viel. Jetzt drehe ich einmal den Kürbis um und schäle ihn. Oh mein Gott, das klappt besser als ich dachte. Jetzt nochmal die Ränder hier abgeschnitten. Und so sieht der Kürbis doch perfekt aus. Man legt die Stäbchen an die Seite, genau. Weil so kann man dann nicht ganz durchschneiden. Ich habe das auch noch nie gemacht. Also erwartet von mir hier keine Profi-Technik. Ist auch schon ein bisschen satisfying, to be honest. Dann nehmt ihr euch ein Backpapier und ein Backblech und packt euren Kürbis da einmal drauf. Darüber kommt jetzt ein bisschen Olivenöl. Ebenso wie Salz. Und Pfeffer. Die Person im Video hat auch Chiliflocken verwendet. Ich kann aber kein scharf essen, deswegen machen wir einfach noch ein bisschen Paprikapulver drauf. Ich stelle jetzt meinen Ofen noch auf 180 Grad Ober-Unterhitze ein, damit der Kürbis gut durchgeht und werde ihn dann so 30 Minuten circa da drin lassen. Und in der Zwischenzeit können wir den Dip machen. Für den Dip nehme ich uns einen Mixer zu Hilfe. Ihr könnt auch so einen Standmixer oder sowas nehmen. Einfach halt irgendwas, was es gut mixen kann. Da packen wir eine ganze Packung Feta rein. Dazu packe ich noch eine ganze Packung Körniger Frischkäse. Außerdem pressen wir da auch noch Zitrone rein. Die vom Video haben da auch noch Orange reingemacht. Ich habe keine Orange. Und ich wollte jetzt nicht wegen dem Video so ein ganzes Netz Orangen kaufen. Habe ich nicht angesehen. Und mir fällt gerade ein, die haben auch noch irgendwas reingerieben. Deswegen reibe ich da einfach noch meine Zitronenschale mit rein. Ups, das ist die falsche Seite gewesen. Das kann nicht scheiße schmecken. Da sind so geile Sachen drin. Da kommt außerdem auch noch ein bisschen Honig rein. Und die gleichen Gewürze wie auf dem Kürbis. Also ein bisschen Pfeffer, Salz, ebenso wie Paprikapulver. Das gebe ich nochmal ganz kurz im Kühlschrank, bis der Kürbis fertig ist. Dazu gibt es noch so eine Art Butterdip. Dafür nehme ich einfach ein Stück Leder Butter. Die sollte eigentlich weich sein. Ich gebe die Zutaten trotzdem einfach alle einmal zusammen und tue es später schön ummixen, wenn die weich ist, weil ich habe die Butter nicht vollständig raus. Da kommt jetzt aber Knoblauch rein. Das wäre ja auch kein richtiges Rezept, wenn da kein Knoblauch dabei wäre. Sind wir ehrlich, Knoblauch gehört überall rein. Wenn ihr Knoblauch nicht mögt, dann werden wir niemals Freunde. Und dann will ich, dass ihr euch sofort von diesem Kanal verpisst. Ah, jetzt gehen sie wirklich. Jetzt fühlen sie sich angegriffen hier. Ist auch ein bisschen großes Messer zum Knoblauch schälen, oder? Der Knoblauch wird jetzt zu Butter gepresst. Also ich finde, bei einer Knoblauchpresse kommt viel zu wenig durch. Sind wir ehrlich. Wenn ihr frische Kräuter habt, könnt ihr frische Kräuter benutzen. Ich habe keine frischen Kräuter mehr. Deswegen benutze ich so einen eingefrorenen Klumpen. Petersilie. Ich habe so ein leichtes Rezept gemacht und hier sieht es aus. Wenn das alles aufgetaut ist, vermengt ihr das einfach nur noch und stellt es auch beiseite. Unser Kürbis ist fertig, deswegen stelle ich mir schon mal einen Teller bereit. Und nehme mir auch schon mal hier diese Creme raus. Hat was. Jetzt kommt der Kürbis. Den setze ich jetzt einmal auf den Teller. Und auf den müssen wir jetzt nur hier unsere Butter verteilen. Voilà, das ist das erste Kürbisrezept. Es sieht schon sehr, sehr geil aus, aber wir müssen auf jeden Fall noch den Geschmackstest machen. Das ist krass. Oh mein Gott. Vor allem ist es eigentlich recht simpel und es schmeckt so intensiv. Das Rezept ist auf jeden Fall proof. Das müsst ihr ausprobieren. Boah, das ist bis jetzt mein Lieblings-Kürbisrezept, würde ich fast sagen. Heute kommen noch mehr. Sei gespannt. Heute ist ein Kürbistag. Für unser zweites Rezept brauchen wir einen Hokkaido-Kürbis. Den müssen wir schneiden. Das ist so schwierig, wirklich. Rinse the street and... Jetzt kommt erstmal wieder das ganze Kernhaus raus. Machen nur eine kleine Portion. Jetzt müsst ihr den Kürbis nur noch in kleine Stücke schneiden. Ich nehme nicht immer ein neues Backpapier, das ist noch vom anderen Kürbis. Auf den geben wir jetzt erstmal diese ganzen Stückchen mit genug Abstand. Die Schalenseite muss nach unten zeigen. Jetzt machen wir nur noch die Marinade mit etwas Olivenöl, ungefähr 1 bis 2 Esslöffel. Etwas Pfeffer, Salz und Paprikagewürz. Damit werden jetzt die Kürbisse bepinselt. Ich heize den Ofen wieder auf 180 Grad vor und da kommen die wieder so
sagen wir mal 15 bis 20 Minuten rein, bis die halt einfach weich sind. Das müsst ihr ein bisschen kontrollieren. Unser Kürbis ist soweit fertig. Tada! Jetzt, wo die so weiß sind, muss man nur noch alles so ein bisschen runterstampfen. Okay, so habe ich mir das jetzt nicht vorgestellt. In dem Video haben wir Backpapier benutzt. Ich versuche es mal damit und mache das einmal hier so drüber. Jetzt so runterzustampfen. Jetzt muss das hier nur noch gut abgehen. Ja, ich empfehle es euch mit Backpapier, dann wird es auf jeden Fall besser. Um das Rezept jetzt zu perfektionieren, kommt da drüber noch ein wenig Käse überall. Okay, Käse ist überall drauf und jetzt mache ich das nochmal für so 5 bis 10 Minuten in den Ofen, bis halt der Käse schön geschmolzen ist. Ich würde sagen, wir gucken mal nach. Okay, so krass crunchy wie bei der Person aus dem Video sieht es jetzt nicht aus. Ich versuche das jetzt mal so ein bisschen auf den Teller zu packen. Die sehen auf jeden Fall eher so flutschig, aber ich habe auch den richtigen Kürbis verwendet. Ich sagte auch, wenn was nicht krass aussieht, schmeckt es auch nicht krass. Ich finde, das vorige Rezept hatte halt mehr interessante Geschmacksrichtungen, aber hier ist jetzt auch nicht viel drin, ne? Also was kann man sich groß vorstellen? Es schmeckt einfach nach ein bisschen Kürbis mit Käse. Ich finde es nicht ganz so besonders. Ich würde es mir, glaube ich, nicht nochmal machen. Man kann es essen, aber es ist halt nicht irgendwie krass lecker besonders. Man merkt einfach so krass, wie unterschiedlich Geschmäcker sind. Ich mag das Salzige. Ja? Für mich ist das halt nichts Besonderes. Ich möchte einfach nach Kürbis mit ein bisschen Käse. Ja, schon geil. Für das Abendessen habe ich mir noch ein Rezept mit dem Butternut rausgesucht, mit der anderen Hälfte. Und so eigentlich was ganz Simples, aber doch krass Herbstliches, was halt ein Kürbis ist, ne? Und was halt richtig gut schmecken soll. Und wenn das, so wie das da gemacht wird, so krass gut schmeckt, wie es aussieht, dann wäre das schon ein krasses Rezept für den Herbst. Und dann wäre es sein Hype auf jeden Fall wert. Entfernen erstmal von dem Butternut jetzt noch die Kerne. Jetzt kommt an sich noch so ein bisschen Gemüse, was man halt da hat. Ich habe eine Paprika, Zucchini und Zwiebeln. Die gebe ich in eine extra Schüssel. Die Zwiebel schneiden wir natürlich auch noch. Die Zwiebel schneiden wir auch nur in so Halbkreise, also in so Ringchen. Jetzt machen wir ein bisschen Olivenöl zu dem Gemüse und auf den Kürbis. Das Ganze würzen wir noch mit Pfeffer und Salz. Ich rühre jetzt noch einmal das Gemüse um, deswegen habe ich es auch in eine Schüssel, weil ich finde, dann kommt einfach besser das Öl überall hin, wie wenn man es halt schon auf dem Backpapier hat. Das Gemüse kommt jetzt auch einfach auf unser Backblech. Jetzt brauchen wir nur noch unseren Knoblauch und da schneiden wir oben die Öffnung so ein bisschen ein. Den legen wir einfach in die Öffnung von unserem Kürbis und schieben das jetzt in den Backofen. 180 Grad, ungefähr eine halbe Stunde bis 40 Minuten backen. Der Kürbis ist fertig. Das Gemüse sieht auch richtig gut aus. Ich habe schon mal ein bisschen Butter rausgelegt, die muss nämlich weich werden. Und da geben wir nochmal ein bisschen Zitrone mit dazu. Und ich habe noch ein bisschen gefrorene Kräuter, die kommen da auch mit rein. Der Knoblauch, der im Kürbis war, den lege ich aber ganz kurz raus und lasse den ein bisschen abkühlen, bevor wir den da dazu tun. Den Kürbis können wir aber schon mal anrichten auf dem Teller. Wobei, wir können den erstmal nur da drauflegen, fällt mir gerade ein. Ich muss den doch ein bisschen schälen, ich kann den nicht einfach so ausdrücken. Ich glaube, wir können uns gerade alle vorstellen, wie meine Hände aktuell riechen, oder? Das war jetzt eine ganze Zehe Knoblauch und die müssten wir eigentlich auch so ein bisschen zerpressen können und das klappt auch. Okay, das hat jetzt irgendwie nicht so geklappt wie bei der, weil bei mir ist das so Stückchen, aber das ändert ja nichts am Geschmack. Wir streichen jetzt einfach damit den Kürbis ein. Oh mein Gott, das ist so eine Knoblauchbombe. Ich freue mich richtig drauf. Es sieht so geil aus. Darauf verteilen wir jetzt noch den Rest unserer Knoblauchkräuterbutter. Und die Geheimzutat ist noch ein bisschen zerbröselter Feta. Und das ist unser Kürbis-Abendessen. Also ich finde, der sieht richtig geil aus und ich würde sagen, wir machen jetzt einen Taste-Test. Okay, oh mein Gott, ich bin so gespannt, was du sagst. Geil oder geil? Boah, geil, ich hätte gedacht, dass das Knoblauch stärker schmeckt. Das ist nicht so stark, wenn man das so ewig im Ofen lässt. Warum aber? Man stellt sich das nur so vor. I don't know. Aber schmeckt geil, gell? Diese Rezepte in diesem Video sind crazy. Ja. Und vor allem, man kann das auch so perfekt einfach zu zweit essen. Ich finde, ein halber Kürbis reicht einfach vollkommen. Und vor allem, das ist ja echt auch Resteverwertung bei vielen. Weil ich meine, Gemüse hast du manchmal einfach so, kannst du einfach draufklatschen. Approved. Approved. Und das war's damit auch schon mit dem Video. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen und ich habe euch vielleicht nicht so sehr Hunger gemacht. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, die Rezepte lohnen sich auszuprobieren. Ich glaube, wir hatten schon lange nicht mehr so viele geile Rezepte in einem Video. Deswegen müsst ihr sie ausprobieren. Wenn nicht jetzt, wann dann? Also sprintet los zum nächstgelegenen Bauern, wenn ihr auf dem Land wohnt und holt euch Kürbisse. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Guten Hunger und bis dahin tschüss und einen wunderschönen Tag euch allen. Adios amigos, chicos, chicos.